So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 4. Heute wird's schlimm, denn da ist Klim. Hi. Hallo. Ich habe ja schon, oder wir haben ja noch hier so halb angekündigt, dass wir den Tempel nochmal versuchen werden. Und wir wollten heute vielleicht nochmal eine finale Vorbereitungsfolge machen. Klim hat irgendwie noch gar keine Tränke und hast du schon Braustanden so besorgt gehabt generell? Nö, habe ich noch gar nicht. Ja, da okay, gut, dann siehst du, dann brauche ich ohnehin wahrscheinlich hier einen Braustand, den kann ich gerne mal leihen. Ich glaube, Zander so hat sich auch schon bedient bei den Blaze Rods hier, also theoretisch hatte. Ja gut, wir können das auch einfach eben hier bei dir machen, ne? Das ist ja. Ich habe noch zwei Blaze Rods übrig, da kann ich kurz Blaze Powder rauszwiebeln, denn wir brauchen ja Blaze Powder als Treibstoff bei diesem Kackding seit neuestem. Hey! Für mich seit neuestem. Oh, echt? Ja. Lass mal, meinst du jetzt, weißt du, war das jetzt ein Witz oder war das jetzt so? Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ich habe nie Tränke verwendet in Minecraft, nur ganz, ganz selten. Okay, pass auf, dann lass mal den. Wo stelle ich den denn hin? Weil der muss ja ein Weichen. Komm, wir machen die Cooking auf der Veranda. So. Cooking auf der Veranda? Ja, ja. Können wir das nicht lieber in einem kleinen Van machen? Oder in mach mal Rechtsklick rein. Ja. So, und da siehst du jetzt hier, braucht Blaze Powder als Treibstoff. Ah ja, Blaze Powder, ja, klar. Okay. Hast du Flaschen? Nee, nur mich. Ah, gut, ich wusste, ich habe schon gedacht, oh, mal gucken, ob er so einen rausdroppt, so ein Witz da. Ja, muss ich doch. Aber nee, ich habe keine dabei. Leider. Ansonsten hätte ich es gemacht, aber das wäre fies gewesen dann. Deswegen bin ich hier da clever zuvor gekommen. Ich habe auch überlegt, ob ich sagen sollte, nee, außer du sehe ich hier keine, aber das wäre auch gemein gewesen. Ja. Sehr sad. Dann sage ich so, das wollte ich, aber egal. Sowas, ne? So, das ist aber eine echt schicke Bude bis jetzt, muss ich sagen, hier. Ja, das soll ein etwas moderneres Haus werden, weil jeder baut immer so mittelalterlich und keine Ahnung, ich habe das schon so oft gebaut, auch schon so viel gebaut und ich wollte ein bisschen Abwechslung. Deswegen wird das so ein schönes Vorstadthaus. So, ach genau, Netherwart brauche ich noch. Ich Trottel habe natürlich wieder vergessen. Dann brauche ich Redstone, um Tränke zu verlängern. Mhm. Und dann brauche ich Kugelfische. Nehmen wir mal 3 Stück davon mit. Und Splash Potions können wir uns sparen, wir können einfach saufen, komm. Richtig. Mein Patrick hat sowieso mein ganzes Gunpowder mitgenommen, also von daher kann das ich eh vergessen. Ich genau, Redstone war hier unten, zack, so. Und jetzt gurken wir mal die Tränke da rein. Hier weiter rum. Macht Spaß, aber hier rumzuspringen. Ja, mache ich meistens auch immer, weil einfach so von Block zu Block, also voll gewohnt. Ich habe extra 5 Blöcke Abstand gelassen, damit man da rumjumpen kann. So. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Eigengebrautes. Schwarz gebrannt. Pilsener. Oder so. Ah, das ist aber cool, wie du die Hopper hier benutzt hast. Ja. Dass die so perfekt mit den Zäunen abschließen, das ist ja krass. Ja, passt ganz nice. Ich bin noch nicht ganz fertig hier. Weißt du, diese Zäune, die unten stehen am Boden? Das sollen mal Ambosse werden. Deswegen habe ich hier die Eisenfarm, ja, weil ich muss lauter Deko-Ambosse farmen. Ah, okay. Weil das, die werden dann auch so benutzt und ein paar sind davon dann irgendwann kaputt oder so. Ja, das kann ich mir bei den Chaoten hier vorstellen. Hört auf, meine Deko zu fressen. Okay. Ja, aber du weißt auch schon, dass diese Druckplatten hier prädestiniert dafür sind, dass irgendjemand TNT darunter legt? Ich glaube, das machen sie nicht. Okay. Soll halt mein Weg sein. Ansonsten schaufel ich halt mit der Schaufel nochmal einen Weg und setze vielleicht mal so Buttons, dass es so aussieht, als ob so ein Stein liegt oder so. Man kann einfach Buttons auf dem Boden. Okay, aber ja gut, und die Buttons, die löst man nicht aus Versehen aus, da läuft man nur drüber. Richtig, da die kannst du nicht durch drüber laufen auslösen. Ja, ich dachte, das sieht so ein bisschen nach Weg aus. So, gluck, gluck, gluck. Der Braustein macht so ein neues Mal Geräusche. Wie so eine Klospülung. So, Water Bottle. Da ist noch eine Water Bottle. Dann kommt jetzt nochmal die Nether Ward rein. Ich würde sagen, ich mache nochmal 9 von den Unterwassertränken und das wird ganz gut passen. In der Zwischenzeit dann haben wir ja eigentlich schon viel dafür. Die Folge da, ne? Ja, hier kommen Jump'n'Run-Parcours. Einfach die ganze Zeit hier langlaufen. Macht Spaß. Du musst ja echt nur so einen kleinen Jump'n'Run-Parcours bauen. Ja, aber der, also bei Jump'n'Run-Parcours ist das so, wenn die zu schwer sind, habe ich immer keinen Bock mehr. Ja, und wenn sie leicht sind, habe ich voll die Erfolgserlebnisse. Ja, ich meine, schon bei leichten Jump'n'Runs verkacke ich dann übel. Aber, naja. Ja, gut, leichte gehen. Ich bin nicht so ein Jump'n'Run-Typ, aber leichte sind okay, leichte gehen. Wäre cool, wenn man Hopper auch andersrum setzen könnte, ne? Dann könntest du hier so. Es wäre cool, wenn du ein Gerät hast, wo du
aus einer Kiste etwas aktiv rausziehen kannst, wo du halt auch bestimmen kannst, ob du irgendwas wohin pumpen kannst. Hopper ziehen immer so nach unten raus, warte mal. So, der ist fertig hier. Okay, ja. Ich laufe halt so ein bisschen rum, ich will nur die ganze Zeit hier reingucken, deswegen. Okay, ja, deswegen habe ich gerade für dich geguckt. Ja, okay, so. Willst du die Kugelfische wieder reinlegen? Die habe ich dir gerade zugeworfen. Mobst du die Dinger raus, ich muss nur die Tränke austauschen. So, ansonsten muss ich die noch verlängern. Wie findest du eigentlich, achso, ja stimmt. Also Water Breathing, 3 Minuten. Rede aus, komm. Rede aus. Wie findest du die Stadtmitte? Ich war schon fertig eigentlich, aber die Stadtmitte, achso, das war das hier vorne. Richtig. Also das Haus, was bis jetzt in der Stadtmitte steht. Ja, auch wieder mittelalterlich. Und ich glaube, ich war mal drin, da ist so ein Vorlesungssaal. Ich glaube, wie so ein Rathaus, weil es so ein Tisch, wo dann alle sitzen. Richtig, genau. Die Stühle waren interessant. Die sind wieder mit Command zusammengestellt. Wie kann man die dann selbst machen? Mit Custom Crafting Table? Ja, genau. Hat der da mal was in die Konfi geschrieben? Weil ich habe das überhaupt gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, es steht in dem Changelog drin, ja. Okay, muss mal gucken. Hab ich noch reingeguckt. Ich kann dir zeigen, wie das geht, wenn du möchtest. Ach so, ja, das wäre doch mal eine gute Idee. Aber ich ganz kurz noch schnell 2 Brote oder so. Ich brauche hier was zu essen. Irgendwie ist mein Essen weg. Vielleicht habe ich es außerdem mal rausgeschmissen oder so. Kann passieren. Ein paar Traptors tue ich weg. Jo, genau. Such alles durch. Ja, ich wollte dir jetzt die Custom Crafting Table machen einfach. Ach so, okay. Hey, ja, das wäre ganz gut. Das kannst du mir gerne mal zeigen, solange wir es hier vorbereiten. Das wäre interessant. Ah, da ist Redstone, okay. So. Und dann soll ich jetzt alles dafür haben, schon mal für den Custom Crafting Table. Das ist oben eigentlich Redstone. Danke, dass du mir sagst, es kommt in die Redstone-Kiste. Gern geschehen. So, du machst einen Dropper, ne? Ja. Stellst ihn irgendwo hin. Und dann schmeißt du einen Crafting Table drauf und du hast einen Custom Crafting Table. Ja, wenn ich den abbauen will. Ja, baust den ab. Dann kommen wieder der Dropper und die Dingens raus. Ah, okay. Sehr dann gut. Dann kannst du den auch mal selber bauen, denn dann können wir auch, guck mal, da kommt schon wer. Hallo. Eve kommt. So, und dann besorge ich mir von dir mal den Rest, den wir dafür brauchen. Da brauchen wir nicht viel. Hast du irgendwo ein Wolle? Negativ. Hey, wir brauchen halt eine Wolle. Ansonsten können wir mal eben zu mir fahren und die holen. Oder ich fahre eben. Doch, hier ist eine Wolle, sehr gut. So, okay, das ist ganz. Und einen Button brauchen wir auch noch. Button sollten wir hinkriegen. Cleanstone. Ach, ein Holzbutton oben drauf. Ja, ist egal, was für ein Button. So, Hauptsache, das ist ein Redstone-Signal. Ich hätte die ganze Zeit die Viecher von deinem Leib. Ja. Und machst den hier. So, das ist das Rezept. Also die Dinger sind die Beine, ne? Die Holzdinger, so, zack. Und wenn du jetzt auf den Button drückst, kommt das Rezept raus. Okay, hau ich mal drauf. Hey. Zack. Und wenn du den jetzt hinstellst, hast du einen Stuhl können. Hey, und wenn ich ihn wieder abbaue, ist das dann wieder der Armor-Stand, oder? Ja, aber du kannst dich auch draufsetzen. Hey. Hallo. Ja, gut. Ist wahrscheinlich eine Horse-Entity. Na, ein Schwein ist es. Mit Sattel. Okay. So. Du musst hier oben drauf lang einfach. Okay. Dann sieht auch, dass das Schwein gestorben. Nice. Ja, und dann kann ich ja schon mal hier so ein kleines Stühlchen auf die Veranda setzen. Mhm. Und der zeigt immer zu dir, ja? Warte mal kurz, ich muss mal die Tränke austauschen. Genau, er zeigt zu dir. Ah, guck mal, da machst du ja schon den nächsten Water Breeding. Naja, und dann kann man den, keine Ahnung, irgendwie so hier draufsetzen und so. Chillig, da ist jetzt mal egal. Na. Du musst ja, da, ja genau. Ich muss aber dazu sagen, mein Turm sieht auch noch mittelalterlich aus, aber der wird noch modern aussehen. Ui, da sind wir gespannt. Da geht mal was. Kann ich hier. Ach Gott. Lasst mich hier hoch. Aber geht nicht wegen der Hopper, jetzt geht's. So. Okay, dann haben wir einen Stuhl. Okay, ich glaube, der steht ein bisschen schief. Der kippelt voll nach vorne. Egal. Steht wirklich ein bisschen nach vorne. Dann verlängern wir das noch mit Redstone und dann haben wir auch hier genug Tränke. Dann kannst du so sitzen und sagen: Hey, raus aus meinem Garten! Zum Thema, was wir halt brauchen, geil wäre Depth Strider auf den Schuhen, aber habe ich einfach nicht gekriegt. Ich habe keine Dia schon mit Depth Strider gekriegt. Ich habe nochmal welche enchanted, aber einmal kann ich noch enchanten. Hey, das wäre eigentlich eine gute Idee. Also ich habe Schuhe mit Depth Strider und ich bin Level 30, also Level 29,99. Ich mache mir jetzt noch einmal Schuhe. Und werf meine letzten. Habe ich noch 4 Dias übrig? Ja, das ist nicht das Problem. Ich kann dir auch ein paar Dias geben. Hast du irgendwo eine Ender-Chest? Also die 4 Dias reichen ja für Schuhe, aber das Problem ist, ich hatte noch mehr übrig.
Pass auf, ich gehe mal eben zurück und guck mal, ich habe auch zufälligerweise eine XP-Farm in meinem Haus. Aua. Also ich mag mich jetzt irren, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mehr als für Dias übrig hatte. Wie kann ich so wenig Dias haben? Ja, also ich habe mal ein bisschen was noch weiter verzaubert gehabt, aber das ist sehr mysteriös. Flying is not enabled on the server. Okay, ich bin nur im Boot gefahren. Ich habe das Gefühl, dass manche Dias die Schwindsucht bekommen. Das ist ein bisschen schade auch. Bin mir nicht sicher. Kommt mir ein bisschen seltsam vor, weil ich fahre mir nicht umsonst. Meinst du, dass Leute sich bedienen bei dir? Ich glaube schon. Graftic 3 war das auch mal. Ich habe die halt nicht in der Enderkiste gelagert, deswegen. Ja, ich habe auch nur einen Stack in der Enderkiste. Den Rest habe ich so. Ich kann ja mal in meinen alten Folgen nachgucken, dann sehe ich das. Ich habe, pass auf, ich bring dir gleich das mit. Ich habe Death Strider 3 direkt. Auf dem Buch? Nee, auf Schuhen. Ja, aber das ist ja, dann kriege ich ja trotzdem viel Schaden von den Mobs, weil ich keine Full Dia Set habe. Ja, aber dann kannst du dein Dia mit dem anderen. Hä, wieso kein Full Dia Set? Du kannst es doch verbinden. Aber wenn du Depth Strider nicht auf dem Buch hast, sondern auf Schuhen. Ja, auf Dia Schuhen. Ach so, okay. Wenn du noch welche hast, dann okay. Ich habe gedacht, du hast es. Ich habe über einen Stack Dias, das ist kein Problem. Ich muss nur mal kurz in meine private Mobfarm gehen und da so ein paar Zombies schnetzeln. Ich war eben gerade Level 30, hab nochmal verzaubert und dann, ja. Easy. Da müssen wir mal nachgucken, das finde ich mysterious. So, dann gib mir noch mal eine Minute und dann komme ich jetzt wieder zurück mit den Schuhen. Ja, ja klar, da, ich tausche noch mal die anderen Sachen aus. Das ist eine 3 Fire Protection, ja. Die Kombo wünscht man sich. So, Water Bottle. 8 Minuten. So, ich bin auf dem Weg zurück. Wir wohnen ja Gott sei Dank direkt nebenan. Ja. Aber der Early hat immer noch kein Haus. Der baut selbst ein kleines Bötchen, was ich dem da hingebaut habe, nicht weiter. Ich weiß gar nicht mal, wo ist denn dem sein Grundstück überhaupt? Direkt neben deinem. Das riesige Grundstück nur mit Fackeln. Hier drüben das. Ja, ja. Der nimmt sich mal das größte Grundstück, macht dann die ganze Natur weg und baut nichts drauf. Ach, mit dem Schiff. Und was, da geht's nochmal so eine Treppe hoch und da ist nochmal so ein Plateau. Das ist auch noch sein Grundstück. Oh, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, was da hinkommt. Spark? Yes. Vielen Dank. Ich hoffe mal, du hast aber auch welche, ne? Ja, ja, habe ich. Kein Stress. Depth Striders, äußerst, äußerst nützlich. Damit können wir unter Wasser laufen. Und zwar normal schnell. Und das erleichtert uns super viel. Yeah. Dann habe ich die Schuhe beigesteuert und du mir die Tränke. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Klim. Ja, kein Problem. Vielen Local Dank Brewery. Yay, Achievement Get. Ja, die habe ich gerade schon da rausgenommen. Ja, klar. Ich habe aber, glaube ich, noch welche, die müssen noch einmal rein. Ne, das war der 8-Minuten-Trank. Das ist ein Dreier. Das ist ein Dreier und das ist ein Dreier. Und dann, ja. So, dann komm nochmal her. Warte, warte. Da, ich habe nochmal Tränke für dich. Ich denke mal, die reichen auch hier. Jetzt hast du, warte mal, 6 Tränke, 8 Minuten. Das sind 48 Minuten und ich denke mal, das wird ausreichen unter Wasser. Ja, locker easy. Glaube ich auch. Sehr gut. Ich nehme mir auch nochmal ein paar mit. Und in der nächsten Folge oder so gehen wir dann endlich los. Das klingt doch nach einem guten Plan. Ja, so eine kleine Preparation-Folge und so, ja, nicht verkehrt. Aber jetzt wissen wir auch, wie der Custom-Crafting-Table funktioniert. Das ist ja schon mal gut, wusste ich echt noch nicht. Bin ich ausgetestet, wir können jetzt Stühle craften. Ach, guck mal, hier ist eine Windmühle. Windmühle? Die sieht ja cool aus. Ja, guck mal, wenn du hier in die Richtung gehst, wo ich gerade rumhüpfe, da Richtung dem Turm von Balui. Ja. Dann müsstest du mich sehen, wie ich hier rumhüpfe, wie so ein Kanickel oder so, oder so ein, was hüpft noch? Kängurus hüpfen. Ja. Hier, wenn du hier in die Richtung kommst, dann sieht man jetzt sehe ich die. Ja, ja, das ist wahrscheinlich von Xenos, oder? Ja, schätze ich auch mal. Ja, das ist aber, also ist dasselbe Baustil wie in Craftic 3, deswegen wusste ich, ja, das ist bestimmt Xenos. Ja, das stimmt. Da wollte ich diesmal einen anderen machen und ich glaube, das ist mir auch bis jetzt ganz gut gelungen eigentlich. Ja, ich eben genauso wieder. Ich will nicht immer dasselbe machen, versuchen beim Bauen. Bin mal gespannt, was in Craftic 5 ich dann basteln werde. Obwohl du in Craftic 4, in Craftic 3 und in Novus immer so eine Villa gebaut hast. Aber das ist jetzt keine Villa, das ist was Kleineres, ne? Ja, was heißt Villa? Also, das meiste war halt so. Ja, nochmal ein kleines bisschen anderer Stil. Das ist jetzt wie so, wirklich so ein Vorstadthäuschen, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe zum Detail auch außen in der Fassade drin steckt. Das stimmt, das sieht man auf jeden Fall mit den Slabs und mit den Stufen. Sieht wirklich es gut ist aus. Halt noch nicht fertig und ich muss wie viel Quarz farmen, ey, so eine Kacke. Ja, in meinem Texture Pack sind die Bricks nämlich ein bisschen dunkler. Das sieht, finde ich, ein bisschen besser aus.
Ich kann den ja mal ganz kurz rausnehmen und gucken, wie das im normalen Minecraft aussieht. So, im Prinzip hätten wir auch eigentlich alles parat für die Tour. Was ich nicht mitnehmen würde, wäre mein Bogen, weil unter Wasser kannst du den eh vergessen eigentlich. Ich nehme Fackeln mit. Hat mich letztes Mal irgendwas Wichtiges vergessen oder so? Holz vielleicht? Von irgendwas machen wollen? Ja, Holz sollten wir auf, ja, Holz hatten wir auf jeden Fall vergessen. So viel weiß ich noch. Ja, da war irgendwas. Und ja, ansonsten mir noch aufgefallen, dass unten bei meiner Villager-Farm ein paar Türen fehlen, wie auch immer. Vielleicht ist wieder eine Zombie-Armee reingestonnert. Reingestonnert. Oder das war der Diamantendieb. Keine Ahnung. Also zumindest hier ist noch offen, aber hier fehlen noch einige Türen einfach. Vielleicht vertue ich mich. Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm mit den Tieren. Ich habe auch nicht genau nachgezählt, aber auf einmal waren nur noch vier drin. Das fand ich wenig. Hast du dir daraus jetzt eigentlich Schuhe gemacht? Ja, ich habe mir Schuhe gemacht. Okay, dann und hast die, du jetzt und die Enchanted. Da waren aber nur, ich habe nur Protection und Unbreaking draufgekriegt. Ja, aber das kannst du jetzt mit meinen Schuhen kombinieren, die ich dir gegeben habe. Ja, yeah, theoretisch, aber das werde ich jetzt noch nicht machen. Ich werde das für nach dem Tempel aufheben. Denn es kann ja sein, dass ich die während der Tempeltour verlieren werde, falls ich doch mal irgendwie blöd sterbe und dann sind sie komplett weg. Okay, ja, das macht Sinn. Ich habe auch noch Eisenersatzschuhe mit Deathstrider. Also. Jo. Wir sollten gute Chancen haben diesmal. Dieses Mal kriegt der Tempel uns nicht. Ja, ich hoffe es doch mal. Wir probieren es einfach durch. Dierschwert, okay. Ja, ist jetzt nicht so der Hammer, aber genug Essen und vielleicht mal so ein Regenerationstrank oder sowas, wäre auch nicht verkehrt. Oder Heiltrank generell. Ein paar goldene Äpfel. Und das Totem auf Undying können wir mitnehmen. Ja, das würde eventuell auch gehen. Aber ich habe so, ich glaube nicht, dass wir so schnell nochmal ein Mansion finden, gell? Weil ich habe mal so eine Vanilla-Welt gemacht, ich bin 10.000 Blöcke geflogen, bis ich es gefunden habe, ne? Ich werde die wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil ich die behalten möchte. Ich will die nicht aufbrauchen. Ja, einen kannst du ja behalten. Wir haben ja zwei gefunden. Ja, trotzdem. Oh, ich würde gern zwei haben. Wofür? Als Deko. Als, okay. Ja, Deko first. Ja, zuerst die Deko, dann das Leben. Haben, ne? Naja. Okay, wir sind gerüstet. Das war eigentlich alles, was wir so vorbereiten wollten. Im nächsten Part geht es dann jetzt auch schon, also nicht jetzt, aber dann, direkt los. Meine Spitzhacke und Schaufel durch nochmal raus, denn unter Wasser reicht auch eine Eisenspitzhacke oder eine billigere Diaspitzhacke. Ja, hier ist eine billigere Diaspitzhacke. Genau, ich sollte auch nicht meine Fortune-Spitzhacke. Ja, will ich halt ungern verlieren, das gute Zeug, ne? Verständlich, möchte ich auch nicht. So, Eisenhake weg, ein bisschen Erde weg. Und damit endet unsere Folge. Die ganzen Potions kommen hier mit. Oh, Klim, ja, ey, ich bin so scheiße. Warum das denn? Ich bin so scheiße. Was denn? In meiner Redstone-Kiste habe ich schon die Tränke reingelegt, die ich vorgebraut habe für den Unterwassertempeltour, ne? Ja. Und eben gerade wollte ich mir die holen, weil ich mich rüsten wollte für die Unterwassertempeltour. Ja. Und ich habe gesehen, da sind noch Dia-Schuhe drin mit Depth Strider 3. Dann kannst du mir die anderen ja mitgeben. Oder die anderen sind unsere Backup-Schuhe und wenn einer von uns stirbt, kann er die halt benutzen. Ja, ich hab's einfach vergessen. Ich hab's einfach ganz simpel vergessen. Das hat sich gerade voll traurig angehört, gell? Ja, so, oh Clip, ich bin so scheiße. Richtig cool, aber. Ja gut, komm, wir machen Schluss, bevor es noch schlimmer wird. Bis zum nächsten Mal, das Grachen und tschüss. Tschüss.